Hallo, hier ist Tomari von gamerspalace.de und wir schauen uns heute an, wie man mit der PlayStation 4 Gameplay aufzeichnet und abspeichert, um es entweder dann zu bearbeiten oder direkt hochzuladen bzw. auf ein externes USB-Gerät zu speichern. Ich habe Infamous Second Son offen und habe das schon eine Weile laufen lassen. Was ihr aber beachten müsst beim Abspeichern von PS4 Gameplay, das gilt auch für die Bearbeitung, es gehen Videoclips von maximal 15 Minuten. Das Abspeichern ist ganz einfach. Ihr drückt einfach nur einmal auf die Share-Taste, dann kommt dieses Menü hier. Und wir wollen das Ganze jetzt weder direkt hochladen, noch einen Screenshot hochladen und auch nicht das Spiel übertragen. Da würden wir dann in das Twitch- bzw. Ustream-Menü kommen. Sondern was wir machen wollen, ist den Videoclip einfach nur abspeichern. Das seht ihr hier steht Videoclip abspeichern einmal mit Viereck. Das heißt, wir drücken einfach nur einmal Viereck. Die PlayStation sagt direkt Videoclip gespeichert und damit ist das Video, solange das Spiel läuft, aber maximal eben 15 Minuten, auch schon auf der Festplatte von der PlayStation 4 direkt abgespeichert. Wie kommt ihr da jetzt ran? Ihr verlasst eure Anwendung. Und seit dem letzten Firmware-Update gibt es auf dem Homescreen der PS4 automatisch die Anwendung, die heißt Aufnahmengalerie. Wenn ihr in die reingeht, dann habt ihr alle Spiele, die ihr bisher gespielt habt und zu denen irgendwas abgespeichert ist, habt ihr hier aufgelistet. In dem Fall klicken wir jetzt einfach auf Infamous Second Son und kommen automatisch in das Menü mit den Videoclips rein. Und wir sehen hier, die sind nach Datum sortiert. Hier vom 8. Mai. 19:18 Uhr, das ist die aktuelle Uhrzeit gerade, 3 Minuten und 57 Sekunden. Wir können das jetzt mit der Share-Taste direkt wieder hochladen. Ich habe jetzt einmal Share gedrückt, hier können wir jetzt, kommt jetzt automatisch das Menü, wo wahrscheinlich gleich Facebook stehen wird. Ja, genau, hier ist es. Hier kann man sich das Ganze nochmal angucken. Kann einen Namen und Kommentare dafür eingeben, wie man es eben kennt. Hier ist die Facebook-Sicherheitseinstellung. Also ich habe eingestellt, dass es nur auf meiner Pinnwand und auch nur für mich sichtbar ist. Wenn ich jetzt verfügbar machen drücken würde, dann würde das Ganze hochladen. Das wollen wir jetzt mal nicht tun. Gehen nochmal zurück. Wir wollen das Ganze ja jetzt mal auf einen USB-Stick kopieren. Ihr müsst beachten, dass die PS4, zumindest meine PS4, nicht mit Festplatten klarkommen. Das heißt, es gehen also nur USB-Sticks. Dann brauchen wir nicht die Share-Taste, sondern einfach nur die Options-Taste. Und dann haben wir hier direkt auf USB-Speichergerät kopieren. Wenn wir das einfach mal andrücken, kann man hier direkt nochmal alle Infamous-Videos auswählen. Wir wollen jetzt nur das hier auswählen. Klicken einmal auf Kopieren. Hier wird angezeigt, welchen Ordner die PS4 auf diesem USB-Stick erstellt. Klicken wir OK. Und jetzt dauert das ganz schön lange, wenn es dumm läuft. Ich möchte das jetzt nicht so lange abwarten, das heißt, ich breche das Ganze einfach mal ab. Ich will euch nämlich zeigen, was ihr noch damit machen könnt. Ihr könnt nämlich natürlich auch die neue App jetzt benutzen, die PS4 bekommen hat, nämlich die Share Factory. Und darin könnt ihr das Video bearbeiten. Wie das funktioniert, wie man Videos mit der Share Factory erstellt, bearbeitet, rendert und dann auch letztendlich hochlädt oder teilt, das zeigen wir euch in einem Extra-Video, das ihr bald auf unserem Kanal findet. Bis dahin!